Okay, ich glaube, ruhiger wird es nicht, wenn ich nicht anfange zu reden. Deswegen beginne ich jetzt mal. Eine kleine Zusatzfrage bietet sich vielleicht noch an. Wer hat die längste Session-Überziehung geschafft in der Vosges? Ich glaube, das war jetzt gerade Hannes. Aber zum Glück ist meine Abschlussfolie auch wie immer nicht so lang, dass wir eine ganze halbe Stunde brauchen. Genau, wir sind am Ende der Vosges-Konferenz 2024 in Hamburg angekommen. Und jetzt gibt es wie üblich noch mal ein paar Zahlen und Danksagungen und aber auch wichtige Hinweise auf kommende Veranstaltungen. Da lohnt es sich garantiert, weiter hier zu bleiben und zuzugucken. Wir haben gestern ein Gruppenfoto gemacht, noch mal zur Ansicht. Wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwie das ins Hochformat biegen müssen, damit auch jeder zu erkennen ist. Wir sind halt wirklich sehr, sehr viele Leute gewesen. Sehr schön. Und dass auch so viele zum Gruppenfoto da waren, ist natürlich auch sehr schön. Dazu gibt es auch noch ein paar Zahlen. Wir haben 680 Tickets verkauft und über 400 Online-Tickets. Es gab 92 Vorträge, 20 Lightning Talks und 4 Demo-Sessions mit und 11 Anwendertreffen und auch Expertinnen-Fragestunden. Auf der Abendveranstaltung, die Frage habe ich auch oft gehört, waren wir dann wirklich mit 370 Teilnehmenden anwesend in dem Hotel und in 20 Workshops gab es 200 Teilnehmende. Auch viele Exkursionsteilnahmen, einige folgen ja auch noch. Ich nehme an, die sind da schon mit eingezählt. Ich habe die Statistik nicht selbst gefälscht, deswegen weiß ich es nicht ganz so genau. Pro Tag gab es 300 Mittagessen in der Kantine. 200 Liter Kaffee wurden am Tag vertilgt und pro Pause 1200 Gebäckteilchen und 750 Sandwiches. Das ist wahrscheinlich schon eine sehr, sehr gute Leistung von allen Teilnehmenden auf der Konferenz, dass die auch wirklich alle geworden sind. Dann habe ich hier noch eine Zahl von der Technik der TUHH. 1,2 Gigabyte über Wi-Fi. Wahrscheinlich fehlt da das pro Minute oder pro Stunde dahinter. Ansonsten ist die Zahl ein bisschen klein, denke ich mir. Genau, und da unten haben wir nochmal die Zahlen der Vorträge, die sich mit dem oben wiederholen. Deswegen haben wir da schon mal wahnsinnig viel Zeit gespart. Das war wahrscheinlich ein Copy-and-Paste-Fehler, vielleicht auch von mir beim Bereinigen, Katja. Das muss nicht unbedingt von dir da reingekommen sein. Genau, wir hatten nochmal ein paar Folien mit den Sponsoren, aber die sollten ja auch hinreichend bekannt sein jetzt. Und ich hoffe für die Sponsoren, die jetzt auf den Folgeseiten kommen, dass auch wirklich genügend Teilnehmende ab und zu mal in die Nebenräume gegangen sind und da schöne Gespräche geführt haben. Das habe ich leider keine Zeit gehabt, weiter zu verfolgen. Von HBT habe ich gerade eine Schürze gewonnen, die kommt bei uns ins Büro für den Mitkoch. Und dann gibt es hier noch die ganze Reihe von Bronzesponsoren. Findet man ja auch hinten auf dem Tagungsband und an vielen anderen Stellen auf der Webseite, genauso wie die Medienpartner. Die waren alle anwesend. Und dann haben wir noch eine weitere Anwesenheit. Es findet nämlich genau heute in 100 Tagen die Phosphogy Europe statt. Wie die Stadt heißt, haben wir gerade schon gelernt. Die Stadt liegt in Estland. Und wo ist er denn? Er wollte noch ein paar Worte sagen. Ach, da oben. Ja, komm mal runter. Genau, wir haben nämlich auch einen Gasthaus-Tattoo, der jetzt vielleicht noch perfekt. Yes, thanks. I'm very happy to be here and very honored to invite you all to this thing we're doing in the beginning of July in Tartu. So it will be packed with running Monday until Sunday, packed with 2 days of workshops, 3 days of oral presentations and a community sprint during the weekend. There will be an OGC side event taking place on Monday, Tuesday as well. There will be geochicas, there will be business to business, there will be a social event, there will be icebreaker and excursion and you're very welcome to join us there. So the registration is open. The workshop schedule is out. The presentation schedule is due to come out next week or maybe a week after that. We'll see. It's a lot of work to get this together. And I think that's it. Yes. Thank you very much. Okay. Thank you very much.
So, wait, please, Dennis. You didn't win anything, but I have a small gift for you. Danke. Genau, wer weiß, wer sich da dann alles wiedersieht in 100 Tagen. Neben den ganzen Sponsoren auch nochmal der Dank an die Medientechnik hier im Haus, an das Catering-Team von den Elbe-Werkstätten. Die haben immer sehr schön und nachgefüllt, waren freundlich, haben sauber gemacht, das hat perfekt geklappt. Auch nochmal an die Pförtnerlogen der Häuser, die wir benutzt haben, und an die Hausmeister, die vielleicht jetzt nicht zuhören, weil sie anderes zu tun haben, aber immer sehr schnell da waren, wenn irgendwo eine Lampe geflackert hat oder ähnliches. Und natürlich die zahlreichen Helferinnen, die vor Ort waren. Der Plan war, sie auf die Bühne zu rufen, wie wir das bisher immer gemacht haben. Ich sehe jetzt gar nicht so viele grüne T-Shirts, aber kommt doch mal stellvertretend für alle anderen kurz hier runtergerannt. Und genau. So, ja, gut. So. Genau, bevor wir gar nicht aufhören zu applaudieren, wir könnten stundenlang machen, weil ihr so schön geholfen habt. Es war noch wesentlich mehr als jetzt hier rumstehen natürlich. Ich würde jetzt auch nochmal besonders Katja danken, die steht da in der Mitte, und zwar die Katja, die vor dem Stuhl steht und nicht die Katja, die neben dem Stuhl steht. Wahrscheinlich hast du es jetzt auch verdient, dich auf den Stuhl zu setzen nach der Konferenz, weil du so viel Stress hattest und nicht wirklich mal ausruhen musst. Und da ich weiß, dass du ungern allein auf der Bühne stehst, dachte ich mir, danke ich dir speziell jetzt nochmal, wo du in der Gruppe ein wenig verschwinden kannst. So, wenn ich jetzt das VOG-Team auf die Bühne bitte, ist wahrscheinlich der Stream abgebrochen. Also ihr seid sehr, sehr wichtig für die Konferenz und wir sind jedes Jahr wieder unglaublich dankbar, dass ihr da seid. Ihr habt ja auch gesehen, mehrere hundert Online-Teilnehmer, viele werden bestimmt noch die Videos online angucken. Also euch auch ein ganz großer Dank für die Verbreitung unseres Wissens. Und natürlich auch für den Einsatz im Vorfeld mit Organisation und Aufbau am Dienstag und so weiter. Es waren ja nicht nur die 3 Tage während der Konferenz, die er arbeiten musste. Da war schon eine ganze Menge dahinter. Vielen Dank dafür. Ich habe noch ein paar Zahlen gekriegt. Für den Lightning Talk hat es im Schnitt 18 Minuten gedauert vom Release, vom Schnitt zum Release. Das ist schon sehr schnell. Also fast Echtzeit. Die Zahlen, die mir durchgereicht wurden, das Opening haben 200 Leute geschaut, als wir hier am Mittwoch Vormittag in dem Hörsaal zusammensaßen. Im weiteren Verlauf waren es dann noch mehr Leute, im Durchschnitt 270 bis 300 Leute. Und das Ganze hat dann einen durchschnittlichen Stream von 700 bis 900 Mbits ausgemacht. Das waren so ein paar Statistikzahlen, die wir noch bekommen haben. Wahrscheinlich könnte man noch viel mehr machen. Und wenn es detaillierter würde, würde zumindest ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel verstehen. Aber sehr schön, dass ihr das versteht und euer Handwerk perfekt könnt. Die Videos sind wie immer auf verschiedenen Plattformen wiederzufinden. Einfache Variante wäre, nochmal durch das Programm zu gehen. So wie ein Video online verfügbar ist, erscheint das dann auch da und man kann sich das angucken, wo dann ja auch zum Nachschauen die Folien erscheinen sollten. Viele sicherlich schon da sind und was noch fehlt, kommt dann, denke ich, noch nachgereicht, sodass man die da auch nochmal angucken kann. Auf Media.cc sind die Videos auch wieder zu finden, wie jedes Jahr.
und ein bisschen langfristiger, nein, das ist falsch, wahrscheinlich ähnlich langfristig, aber ordentlich und deutsch archiviert in der TEB, im AV-Portal von der TEB, die sich ja auch die ganzen Videos der letzten Konferenzen schon archiviert haben mit Schlagwortsuche, Verlinkung auf Sekunden und so weiter. Eine sehr schöne Initiative. Also man findet uns aller Orten im Internet, das ist ja sehr schön. Genau. Ich bin oft gefragt worden, Jörg, wie findest du die Konferenz? Bist du zufrieden? Ich persönlich war sehr zufrieden und konnte ansonsten immer nur sagen, ich habe auch keine Beschwerden gehört und nicht von größeren Problemen was mitbekommen. Also bin ich eigentlich auch die ganze Zeit relativ entspannt gewesen und war zufrieden. Ich nehme an, das entspricht auch der Wahrheit, dass da nichts verheimlicht wurde. Aber wenn doch noch jemand Anregungen hat, nochmal ein besonderes Lob loswerden möchte, sind wir sehr erfreut über Feedback. Wenn es was Individuelles ist, stehen hier zwei Mailadressen, Konferenzorga oder info@foskis. Und im Online-Ticket ist ab sofort auch ein Feedback-Fragebogen verlinkt. Und das wäre sehr schön, wenn den möglichst viele noch ausfüllen würden, damit wir wissen, was euch gefallen hat, was man vielleicht noch besser machen kann und so weiter und so fort. Also die werden auch wirklich gelesen und ausgewertet. Das ist nicht irgendwie für die Datenbank, sondern die werden auch angeguckt, was ihr da anklickt. Am Rande der Foskis-Konferenz fand wir jedes Jahr die Mitgliederversammlung des Foskis-Vereins statt. Das war gestern Abend. Genau, viele Sachen wurden besprochen. Hier nochmal ein Fakt. Es gab auch wieder Wahlen. Hat sich nichts geändert. Ich bin im Vorstand, nenne mich zuerst, weil ich oben stehe. Pirmen ist im Vorstand wieder gewählt. Bist du noch da? Sitzt da in der Mitte. Dann haben wir noch David, du sitzt hier vorne, bist von der Moderation bekannt. Und Falk da im weißen Pullover. Genau, wir sind der aktuelle Vorstand, wir waren das aber auch schon das letzte Jahr und machen das jetzt noch ein bisschen weiter, aber trotzdem vielleicht nochmal, danke. Nochmal für alle Mitglieder und noch nicht Mitglieder, wir machen das alle schon relativ lange, wir werden sicherlich auch nicht alle auf einmal aufhören. Aber irgendwann brauchen wir auch mal Nachfolgende und wer da so ein bisschen reinschnuppern möchte, vielleicht Interesse hat, kann uns gerne ansprechen, kann mal in die Online-Vorstandssitzungen kommen, die sind ja öffentlich und auf der Homepage auch verlinkt. Und ich spreche jetzt mal für uns alle, wenn sich einer meldet und sagt, er hat Interesse, dann können wir mit ihm reden, aber er ist nicht sofort verpflichtet, oder? Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also erstmal gucken, wer interessiert, wen interessiert es überhaupt. Und dann sehen wir weiter. Genau, apropos mitmachen, man kann im Vorstand mitmachen. Ich glaube, die Vorstandsarbeit hat noch relativ wenig Arbeitsstunden hinter sich. Oder bedeutet relativ wenig Arbeitsstunden. Wahrscheinlich, wenn ich angucke, Programmkomitee, Konferenzkomitee, die sind wirklich am Rödeln. Man hat das ja auch gestern bei Katjas Arbeitszeiten gesehen. Das erste Quartal war es fast ausschließlich für Konferenz. Und die ganzen Freiwilligen, die dahinter stehen, bringen wahrscheinlich auch mehrere hundert Arbeitsstunden zusammen. Das heißt, da ist auch immer Hilfe gerne gesehen. Kontakt, konferenzorga@foskis oder direkt über Katja. Man kann auch Mitglied werden, um den Verein finanziell zu unterstützen. Das sind eigentlich auch nur 11 Cent am Tag, solange wir das nicht erhöhen. Ist nicht besonders viel, kann man wahrscheinlich eine Zigarette von rauchen. Und wir sind jetzt knapp vor dem 300. Mitglied und haben uns überlegt, dass wir einen kleinen Preis ausschreiben. Wer bis Ende der ersten drei Konferenztage, also bis heute, noch einen Mitgliedsantrag ausfüllt und abgibt, nimmt an einer Verlosung teil und bekommt für die nächste Foskis-Konferenz ein kostenfreies Ticket. Ich nehme an, inklusive Essen und T-Shirt und so weiter, das kriegen wir dann schon hin, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber wird sicherlich funktionieren. Oh, jetzt war ich ganz schön schnell. Das Geheimnis ist gelöst, ich wusste nicht, welche Folie kommt. Genau, die nächste Konferenz findet nicht in Klosing statt, wie Katja gestern aus Versehen gesagt hat, sondern wird in Münster sein.
Da waren wir schon mal, nächstes Jahr dann vor genau 10 Jahren. Vielleicht gibt es da auch noch eine kleine Feier dazu. Es wird bestimmt mehrmals erwähnt werden. Also alle, die sich gefragt haben und mich gefragt haben und Katja und alle anderen gefragt haben, wo ist denn das nächste Jahr die Konferenz, können es ab jetzt sofort offiziell wissen. 26. bis 29.03. 2025 in Münster. Ich freue mich drauf. Und alle anderen wahrscheinlich auch. Ah, wir haben noch einen Gast aus Münster, der auch noch kurz was sagen möchte. Ist an. Ja, hallo auch von mir. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Spatial Temporal Modeling Lab am Institut für Geoinformatik, die Arbeitsgruppe von E2P BISMA. Und wir freuen uns sehr, dass die FOSGIS wieder zu uns nach Münster kommen möchte. Nach 10 Jahren mal wieder. Die ist ja deutlich größer geworden seitdem, was die Teilnehmer angeht, aber wir werden uns was einfallen lassen, um dann darauf auch zu reagieren und hoffentlich einen ähnlich guten Rahmen zu bieten, wie das dieses Jahr hier in Hamburg gelungen ist. Danke. Ich denke, mit dem Team vor Ort wird das sehr gut werden. So, dann habe ich nur noch ein paar Ankündigungen, die jetzt nach unserer Konferenz oder im Rahmen dieser Konferenz und vor der nächsten FOSGIS liegen. Es gibt noch ein paar Exkursionen, die stattfinden heute und morgen, glaube ich, auch noch. Das lese ich jetzt nicht vor. Für die, die noch nicht wissen, wo, wie, was ist, können das noch mal kurz hier nachlesen. Und ab 16.30 Uhr, also so wie wir hier rausstürmen, denke ich mal, gibt es noch den kleinen üblichen Sektempfang im Foyer. Und wiedersehen könnten wir uns dann auch noch auf der FOS4G in Belem, die im Dezember stattfindet. Das mehr Termine habe ich nicht hier auf den Folien, aber die finden wir auch alle im Kalender und auf der FOSGIS und im OSM-Kalender und so weiter. Würde sich jetzt eh keiner mehr merken und mitschreiben, nehme ich mal an. Genau. Das war's. Kommt alle gut nach Hause, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank fürs Anwesendsein, fürs lange Ausharren hier. Ich weiß, dass es einen natürlich so am letzten Tag auch nach Hause treibt. Schön, dass noch so viele hier sitzen. Viele Grüße an die, die vielleicht jetzt versuchen, mit Wi-Fi und Eis der Veranstaltung zu folgen. Kommt auch gut nach Hause. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.